Hallihallo, liebe Freunde, herzlich willkommen hier zu Games ohne Gerstensaft mit Dark Souls. Mit mir und dem lieben Dominik. Hallihallo, liebe Freunde. Und ich melde mich aus dem Lazarett hier bei uns, weil mir geht es nicht ganz so gut. Deshalb habe ich hier auch keinen Gerstensaft drin, sondern einen Tee, Apfeltee. Aber das wird mich nicht davon abhalten, Dark Souls für euch zu spielen. Der Dominik wird mich tatkräftig wieder unterstützen. Und ich würde sagen, ohne weitere Umschweife, weil ich kann mich, weil das so lange her ist, dass wir das letzte Mal gespielt haben, ich kann mich nicht erinnern, wo ich war. Also ich kann mich unheimlich erinnern, aber was wir gemacht haben, keinen Plan, liebe Freunde. Deshalb würde ich sagen, springen wir rein ins Spiel. Und dann mache ich mir noch meinen Ton ins Ohr. So. Also wenn ich mich richtig erinnere, hast du beim letzten Mal diese komischen Katzen da. Ja. Ja, und hier unten ist die... Da unten ist die Hydra. Oh Gott, die muss vielleicht auch nochmal irgendwann einen Angriff nehmen. Aber ich habe gerade gesehen, oder Dominik hat mich auch gerade kurz vor der Aufnahme darauf hingewiesen, ich habe 27.000 Seelen. Und damit sollte ich einfach mal zum Leuchtfeuer gehen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so eine schlechte Idee. So, wo geht's denn hier lang? Es ist echt lange her, seit ich Dark Souls gespielt habe. Und es ist natürlich auch toll, dass... Dominik kann mir ja vielleicht gar nicht mehr großartig weiterhelfen, weil er ist jetzt so in Dark Souls 2 drin. Ja, das stimmt tatsächlich. Aber so ein bisschen kann ich mich ja noch erinnern. Ich habe keinen Plan, wo ich gerade bin. Ich weiß auch gar nicht, du musst glaube ich so linksseitig. Linksseitig? Könnte sein. Ich habe keinen Plan, wo ich bin. Ich weiß auch gar nicht mehr, ob du... du hattest alle Gegner erstmal platt gemacht, ne? Wahrscheinlich, ja. Geh mal da immer, genau, immer an der Wand lang, das ist auch gut. Immer an der Wand lang. Gott, denn wir müssen, hier geht's irgendwie weiter, ne, müssen wir. Ja, da die Treppe hoch und dahinter ist das Leuchtfeuer. Oh, schön, Leuchtfeuer. Erstmal auf, ich wette, das kann ich gar nicht, weil 27.000 Seelen reichen, glaube ich, für ein Level. 60 bist du. Sollte gehen. Also ja, ein Level, ja nicht. Ein Level. Jo, ein Level kann ich machen. Warum habe ich denn so viel? Was habe ich denn hier gemacht? Ich muss mal in Kondition investieren. Ja. Oh Gott! So, und ich wollte mich auch nochmal menschlich machen. Ach ne, wir können auch mal die Ausrüstung reparieren. Weil dafür haben wir noch genug Seelen. Ich brauche mal auch ein neues Schild. Das ist gar nicht mal... Also es wird langsam mal Zeit für ein neues Schild, glaube ich. So, und was habe ich denn hier noch? Habe ich noch irgendwie Menschlichkeit, die ich benutzen kann? Heimkehrknochen, Menschlichkeit. Ich muss erstmal komplett wieder hier reinkommen. Das tut mir gerade echt leid. Oh, ich habe hier übelst viele Seelen. Guck mal. Ja. Okay. Alter, Falter, habe ich viele Seelen. Kann ich auch irgendwann einfach mal alle mal... verwenden. Ja, das ist eine ganze Menge. Also Held sind, glaube ich, 10.000 oder 7.000 oder sowas. Oh Gottchen, nee. Gut, aber wir benutzen erstmal Menschlichkeit. Wir machen das nämlich erstmal menschlich. Auch wenn ich jetzt wahrscheinlich hier gleich wieder an den nächsten Gegnern sterben werde. Der Dominik nickt. Das ist natürlich ein super, super Auftakt für so ein Video. Einfach mal ein bisschen Menü, ein bisschen, machen wir gar nichts. Ja, die so. Leute müssen ja auch erstmal wieder reinkommen. Ist ja schon wieder eine Woche her fast. Naja, ein bisschen weniger zwar, aber... So, hier waren fiese Gegner. So viel weiß ich noch. Ja. Okay, da steht er schon. Pisser. Der Zauberheini. Oh Gott. Pisser. Oh Gott. Warum läuft der von mir weg? Was soll's? Was soll das? Ich wette, jetzt kommt der andere. Das ist halt hauptberuflich ein Zauberer. Ja, da ist auch schon der andere. Ey, ich hab überhaupt gar keinen Plan gerade, wie man Dark Souls spielt. Oh Gott, ist das schlecht! Oh, der steht nur da, der Geist. Aber machst du ganz gut. Ja gut, mein trusty Schwert hier. Wo ist er denn? Ach da! Was macht er denn? Er hat richtig brav gemacht. Oh Gott, ey! Hier, Hylomat, Captain Hylotron. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ey, ohne Spaß. Dominik, während ich hier faile, sag du doch mal ein bisschen was zu Dark Souls 2. Weil ich muss mich hier gerade ein bisschen echt konzentrieren. Die Leute wollen wissen, ob es cool ist. Ja, ist cool. Okay, alles klar, danke. Du bist wieder meine echte Hilfe hier. Ja, ich weiß nicht, vielleicht machen wir noch einen Stammtisch darüber, deswegen will ich jetzt nicht, ach so, dass sich die Informationen doppeln. Was hat er für ein Problem gehabt hier, der Geist gerade? Ich weiß es nicht. Ja, aber was mir gerade aufgefallen ist, was jetzt auch, finde ich persönlich, so ein kleines Manko an Dark Souls 2 ist, dass man nicht mehr am Leuchtfeuer aufleveln kann.
Ach so, ja, stimmt. Also, halt also wie ich jetzt gerade gemacht habe. Oh, das war's genau. Schon. Und das ist schon ganz schön convenient, weil du überall an jedem Leuchtfeuer aufleveln kannst. Das stimmt allerdings. Aber naja. Hier war doch noch ein Bösewicht, ne? Ja, ja. Hier. Ganz schön flott. Ja, der ist ein bisschen. Wupp! Der ist ein bisschen arg bösartig hier, der gute Mann. Oh Gott, ey. Oh, bösartig. Der Trick klappt übrigens in Dark Souls 2 auch nicht mehr. Was? Der Trick klappt auch nicht mehr. Also Backstabbing, dann auf die andere Seite. Ach so, dann das heißt praktisch kombinieren miteinander. Ja. So, hier war unsere gute Katze, die übelst hässlich ist, wenn ich das mal sagen darf. Und jetzt gehen wir hier weiter. Genau. Oh Gott. Ich hab so. Weil hier war ich ja noch nicht. Hier geht's nicht lang. Gut, alles klar, dann geht's hier runter. Boah, was erwartet uns denn hier für Blödsinn? Übrigens, tolle Sache, wenn du hier links gehst. Links? Ganz vorsichtig. Findest du. Weiter links? Ja, ja, ich weiß. Ich wollte bloß gucken, ob irgendwas hinter mir kommt, was mich diesen Abgrund runterstürzt. Findest du eine ganz super Rüstung eigentlich? Cool! Nur so, kleiner Spoiler-Alert, aber. Das ist gut, schön. Von den Typen, die ich da umgehauen habe. Soll ja, ich mich genau. Mal heilen übrigens. Und die ist ziemlich gut gegen alle möglichen, also das ist quasi, glaube ich, die zweitbeste Rüstung in dem Sinne so. Okay. Aber die ist bestimmt sehr schwer, weil sie ist aus Stein. Die ist auch sehr schwer, ja. Ist aus Stein. Ja. So, was gibt's denn hier Feines? Gibt's hier Bösewichte? Bösewichte! Da hinten sehe ich irgendwas leuchten, das ist nicht gut. What the fuck? Ich höre hier irgendwas. Was ist das? Was denn? Was ist das da? Was ist das? Das sind Pilze. Hast du noch nie Pilze gesehen, Philipp? Alter! Riesige Pilze. Tun die mir was? Die tun dir auch was. Oh Gott. Die hauen gar nicht mal so wenig zu. Okay, alles klar. Gut zu wissen. Ja, die halten auch ziemlich viel aus. Wow! Das sind wohl Steinpilze oder so. Steinpilze, sehr guter Gag. Alter, wirklich die sind relativ robust. Die halten aber auch. Boah. Okay. Okay, und langsam sind die auch nicht. Naja, die tipseln so. Also, wenn du mit Fernwaffen kannst du sie gut bekämpfen, weil die halt ganz langsam hinterherkommen. Außer sie schlagen. Außer sie schlagen. Vor allem, ich mach sie den übelst wenig ab. Ja. Oh. Aber die ziehen dir ein bisschen was ab. Das ist ja lächerlich! Moment, Rosa, komm mal her. Okay, das macht dem gar nichts aus. Der, I just walk it off. Das sind übrigens die Eltern. Es gibt auch noch Kinder davon, die sind süß. Okay, die, aber die. Wow. Die machen nicht ganz so viel. Die halten noch nicht ganz so viel aus. Das war knapp. Okay, an denen halten wir uns jetzt wahrscheinlich ja. Boah, werden wir uns ewig aufhalten jetzt an den Dingern. Ja. Oh Gott. Ey, warum ist denn das nicht der Boss? Der Boss ist was anderes. Der Boss ist was anderes. Ist auch ein großer Pilz oder was? Ist ein größerer Pilz. In so, das ist ein Fußpilz. Ich denke ja in so einem Wald, es würde sich anbieten, so ein großer Baum. Ein großer Baum? Was soll denn machen? Keine Ahnung. Da stehen. Weiß ich nicht. Ich riskiere es mal. Yep. Eiskalt yep. Abgestochen. Yep. Eiskalt abgestochen. Was hat er fallen lassen? Goldharz nutzt mir bei meiner Waffe nichts, weil meine Waffe kann ich nicht verzaubern. Schade, schade. Schade, schade. Ach, hier, guck mal, die Kinder. Das sind die Kinder. Und die, wenn die auf dich zulaufen, dann fallen die manchmal hin, weil sie so aufgeregt sind. Das ist ganz lustig. Hier ist nämlich eine Truhe, die will ich haben. Aber, hier ist noch Captain. Oh. Okay, wir müssen erstmal wieder ein bisschen anbrutzeln hier. Pilze auf dem Grill sind ja auch eigentlich sehr lecker. Das stimmt. Okay, das war's mit Feuer. Feuermagie, ja, weil ich habe keine zwei Ausrüstung. Ey, wirklich ohne Spaß. Die Dinger sind ja mal. Das ist lächerlich! Das ist lächerlich. Was ist, vor allem, was ist in dieser Truhe drin? Wenn die das bewachen. Hast du nicht eine Pilzbürste dabei oder sowas? Schlag mal zu, Großer. Schlag mal hier zweimal zu. Kannst du nochmal? Yep.
Alter! Okay. Der hat hier ganz schön aufs Maul. Sobald wir die mal. Okay, das ist. Oh, das ist so schlecht. Ey, noch 6 Heilflaschen. Lustigerweise weiß ich aber gar nicht, was in der Truhe ist. Ich bin da dran irgendwie vorbei. Schön. Mhm. Aber ich kenne die Kollegen aus einem anderen Level. Also die gibt's nochmal. Die gibt's dann nochmal. Vor allem, die drehen sich übelst schnell, das ist übelst fies. Ja. Aber ich glaube nicht, dass du die nochmal siehst, weil das ist in einem. Ach, das ist im DLC oder was? Nee, nicht das, aber in einem optionalen Level. Und das ist eine Sackgasse, das heißt, da muss man eigentlich nicht rein. Puh! Okay, alles klar, nochmal Goldharz hier. So, jetzt bin ich aber gespannt, was in der Truhe ist. Ich auch. Ich wette, es ist nur Bullshit. Blaue Glut. Keine Ahnung. Geil. Blaue Glut. Ja, da kannst du wahrscheinlich irgendwelche besonderen Waffen-Upgrade-Pfade freischalten. Oh, okay, alles klar. Blau nochmal. Got it. Magie. Okay, wir müssen trotzdem zurück zum Löschfeuer. Das bringt ja hier gar nichts. Die ganze Scheiße. Dummer. Warum hast du noch 6 Flaschen? Ach, hier komme ich her. Gut, alles klar. Gut zu wissen. 6 Flaschen? Das reicht doch nie und nimmer für einen Boss. Also nicht so. Oh, da liegt ein Eid. Nee, das ist glaube ich nur eine Pflanze. Das ist ein Eid. Oh. Lass es bitte ein Item sein. Ne, das nicht, sondern da hinten. Ach, da oben. Ja, das ist gut. Oder ist auch eine Pflanze. Das ist auch eine Pflanze. Ach, da warst du die, oder? Wo? Oh. 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 Ja doch, das war doch das, wo du angefangen hast. Ach so, hier waren die Katzen oder was? Da ist aber ein Item. Ich glaube. Ja. Wie viele waren das? Waren das 2, 3, 8? Katzen? Ja. Unzählbar viel. Scheiße. Nee, sind 3, glaube ich. Sind die vom Katzenkönig? Die sind vom Katzenkönig, ich persönlich geschickt. Hier, Spielception ist das. Ja. Wow! Da ist er. Hä? Ich denke, ich habe die platt gemacht. Ach, ich war ja am Löschfeuer. Du warst am Löschfeuer. Oh, ehrenwerter Ritter ist auch. Oh Gott, aber hier ist gerade eine Sackgasse, sehe ich gerade. Nein! Das ist keine Sackgasse. Sehr gut. Ich will mich nämlich nicht nochmal mit denen prügeln. Kann ich verstehen. Oh Gott, weil die haben mich ja platt gerollt, aber. Jo. So. Okay, Freunde der Sonne, dann hier jetzt. Oh Gott, das ist Evil-Tor. Oh, hier geht's runter. Achso, hier geht's sogar zum Bot. Oh Gott. Lange Brücke, Evil-Tor. Oh nee. Was soll denn da schon sein? Das ist doch nur ein Tor mit einem Leuchtschlitz. Ja, aber nee. Nee, das ist. Boah, das sieht schon ominös aus. Die ganze Scheiße. So. Das ist kein Nebeltor. Oh, 6 Heilflaschen. 6. Ich bin nicht mal voll. Weißt du, in was Heil. Nee. Ich bin auch noch nicht voll. Warte mal. ich stoß erstmal dieses Tor hier auf. Mal gucken, was da passiert. Hä? Was mache ich? Ich hab's ein bisschen gestreichelt. Die Tür gestreichelt. Ich mag diese musikalische. Nee. Nee, weißt du was? Nee. Nee, nicht mit 6 Heilflaschen, nein. Ja, dann geh nochmal zurück zum. Wir haben hier unseren trusty Heimkehrknochen. Ich trink mir nochmal ein bisschen Mut an, hier ein bisschen Tee. Mach das. Und dann lassen wir diese Pilze da links liegen. Das ist eine gute Idee, oder? Das ist eine sehr gute Idee, aber die Pilze waren rechts von dem. Okay. Ich musste rechts liegen lassen, nicht links. Okay. Wir gucken nochmal, was wir so alles haben. Vielleicht können wir ja irgendwas noch. Haben wir noch irgendein anderes Schild oder so? Ein Riesenschild. Das sieht schwer aus. Ah, es ist auch. Besser. Aber es ist besser, aber es ist halt sehr schwer. Weil aber das kannst du auch gar nicht tragen. Aus 36 Stärken. Oh, auch schön. Gut, alles klar. Gut, haben wir noch irgendwas in der bodenlosen Kiste? Was war. Also, wie, was ist denn eigentlich. Oh, ich hab. Nee! Oh. Was denn? Ich habe Angst, dass jetzt. Ah, hier, guck mal, das nehmen wir zum Beispiel mal mit hier. Göttlicher Segen. Das ist immer. Das können wir wegpacken, braucht man nicht. Seelen, nee. Das können wir hier. Was alles jetzt übelst. Oh, Funkeltitanit. Oh, wo hab ich denn das her? Ist ja auch krass. Schwarz oder Großschwert plus 4. Ah, ich brauche noch 4 Funkeltitanit, um mein Schwert komplett aufzurüsten. Aber ich glaube. Ein Langbogen, der tut mir jetzt keine guten Dienste, denke ich mal. Nee, wir haben nichts Besseres. Wir haben noch das Riesenschild, das kann ich aber auch nicht benutzen, glaube ich. Ja, 34 Stärke. Havels Großschild, 50 Stärke, sehr schön. Nee, dann müssen wir so in den Kampf gehen, was wir haben. Ja, schaffst du auch eigentlich. Schaff ich? Schaffst du dir sicher? Ja.
Ich hab's, glaube ich, auch. Oder soll ich die Steinstulpen anziehen? Die bieten mir ja ein bisschen mehr Schutz, ne? Aber die sind halt sehr schwer. Also ich glaube, es ist hier wichtig, beweglich zu sein. Als ob ich das schon im letzten Mal... Warte mal. Habe ich nicht noch irgendwas, was irgendwie besser ist? So, hier, warte. Verstärkt Balance. Das ist doch nicht schlecht, oder? Balance. Balance ist gut. Gott, ich habe hier nämlich... obwohl, diese Ausrüstungsklasse ist schon ganz gut, so kann ich rollen. Ja, okay, gut. Alles klar. Gut, genug geplänkt. Ja, das wird lustig. Oh Gott, jetzt sind ja die wieder da. Das war jetzt auch nicht schlau von mir. Ja, die machst ja... Du hast keinen Timer, oder? Doch, ich hab einen Timer. Okay, dann mach ich jetzt... Das ist noch 10 Minuten. Okay, alles klar, das schaffen wir noch. Okay, dumm. Was macht er? Er wartet, was du machst. Oh Gott, oh Gott, das ist der andere, da ist hier, Captain. Ja, diesmal wartet er nicht so artig. Wir sprechen lernen hier. Ich muss erstmal wieder. Oh Gott. Wo ist er denn? Wo ist er? Ah, da. Oh, diese Typen sind so nervig gerade, wirklich. Oh, diese Typen sind. Ich muss an der Katze vorbei, ne? Nee, an der Katze musst du nicht vorbei. Glaube ich. Muss ich nicht, um zu den Pilzen zu kommen? Nee. Nee, nicht an den Katzen, an der Katze. Achso, an der Katze, ja, stimmt, an der Katze muss ich. Oh. Aber nicht an den Rollkatzen. Und jetzt war hier noch... Hier war doch noch einer. Ah, da. Und dann kommt noch einer. Ja, ja. Na, ah, jetzt aber hier, zack. Oh. Das ist so schlecht. Also 9 Heilflaschen will ich mir jetzt vornehmen, mal zum Boss mitzunehmen. Was macht er? Was tust du? Ich glaube, je weiter du im Internet. Oh! Ja, genau. Okay, das ist. Das war jetzt lucky. Was auch immer er gemacht hat. Ey, ich gehe wieder mit 20.000 Seelen zu dem scheiß Boss. Es ist so doof. Kannst ja eh noch nicht aufsteigen. Ja, aber da liegen dann 20.000. Was tust du? Hallo. Oh, ist das dumm. Oh, ist das dumm. Oh, ist das dumm. Oh, ist das dumm. Oh, nee. Okay, das nützt ihm gar nichts. Ja, das war schlau. Okay, alles klar, na gut, gehen wir so zum Boss, komm. Oh, ja. Oh Gott, ist das alles furchtbar. Ist der Boss furchtbar eklig? Der ist super eklig. Oh fuck. Nee, eigentlich nicht. Nee, der Boss ist nicht furchtbar eklig, aber der ist furchtbar. Er ist ein bisschen abstrus, sag ich mal. Oh Gott, na, das ist doch schon mal... Also ich muss hier rechts von mir liegen lassen, hast du gesagt? Genau. Das also tue ich auch. Ich wette, hier kommt noch irgendwas anderes Fieses, wenn ich hier rechts gehe. Nein, geht's nicht. Ja, da hinten sind sie. Die doofen Pilze. Pilze! Ich mag eigentlich Pilze, aber... Ja? Ja. Aber nicht, wenn sie dir auf die Fresse hauen. Nee, wenn sie mir auf die... Ah, hier. Oh! Ich will nicht, Dominik. Warum gleich im ersten Teil? Ja, das ist immer gut sowas. Das ist für die Motivation besonders. Weg, wo war hier der göttliche Segen? Am Ende brauche ich den. Du schaffst das, Philipp. Oh, warte, ich muss mir noch Mut antrinken, bevor ich hier bis zum Tor gehe. Warte. Warum mache ich so einen Scheiß? Warum spiele ich dieses Spiel? Was lustig ist. Ja, das stimmt. Hier passiert nichts! Oh, hinter mir geht jetzt die Tür zu. Wetten? Guck mal, das ist ein Item, oder? Wo? Nee, warte. Ha, machen wir ganz langsam zur Tür. Ne, das ist wieder so eine Blume. Ah, alles klar. Oh, die fuhlen einen hier die ganze Zeit. Oh, da ist ein riesiges Schwert, das ist ja ein riesiger Ritter. Was gehört wohl zu einem riesigen Schwert? Oh, das ist ein riesiger Ritter. Dark Souls wird es dir gleich verraten. Oh, das ist ein riesiger Ritter. Oh nein. Oh nein. Jetzt kommt er hinter dem Dings und haut mir auf. Oh Gott. Oh. Ein riesiger Ritter? Quatsch.
Ein riesiges Schwert gehört doch, da gehört doch ein riesiger Wolf dazu. Oh Gott, ist das. Oh Gott, ist das dumm. Ich kämpfe mit einem riesigen Wolf, der ein Schwert hat. Ja. Oh Gott, ist das dumm. Das ist so lustig. Oh Gott, ist das und der dumm. Der heult mit Schwert im Maul. Und der ist richtig fies, ne? Wahrscheinlich. Na, der. Großer grauer Wolf. Sif! Der macht halt viel so. Rumgehopse. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da ist ein Item. Ja, genau! Okay, aber er hält ein bisschen was, er hält nicht so viel aus, der Gute. Du musst an sich nur gucken, dass du unter ihm stehst und nicht von der vollen Wucht da von seinem Dings getroffen wirst. Und der schleudert das halt immer so im Kreis rum. Fuck! Fuck! Scheibenhonig. Mach mal irgendeine coole Wolf-Attacke. Also, nicht gegen mich. Wah! Vorsicht, das ist gefährlich. Dumm. Okay, wir machen die Arno Londo-Taktik. Die patentierte. Oh Gott, das ist dumm. Also wenn du unter ihm stehst, ist es eigentlich relativ sicher und der haupt dann halt nur mal wieder weg. Okay. Ah, die Musik ist geil, wenn ich das gerade mal sagen darf. Wow! Okay, nicht das Schild runternehmen bei so einer Attacke. Ja, aber so viel hält er wirklich nicht aus, das nervt. Puh! Ei! Schild nicht runternehmen, Philipp! Dumm! Wo ist er? Ich muss ihn erstmal im Auge behalten. Oh Gott. Mach mal deine. Nee, nicht die! Mach mal die coole Drehungs. Ich mach geiler Drehung-Attacke. Nein, geile Drehungsattacke bitte! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der kann ganz schön gut damit umgehen, wa? Jo, der hat das echt drauf hier, der gute Mann. Okay, diese Attacke ist echt der Tod. Ja, die ist echt gemein. Okay, diese Attacke auch. Ja, die ist auch gemein. Oh Gott, 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 was mache ich? Wow, wow. Okay, ich muss. Ja, siehst du, ist auch gleich kaputt. Ja! Tut mir leid, Wolfi. Bund von Artorias. Seele, Wolf, Sif. Menschlichkeit, Heimkehrknochen. Und dann noch dieses Item. 40.000 Seelen bringt so ein Schaff. Also. Ja. Und der Hornissenring. Okay, war's das? Du bist hier fertig. Wie, ich bin hier fertig? Das war's? Das war der Wald? Das war der Wald. Okay, liebe Freunde, dann nehmen wir mal hier, haben wir mal den Wolf hier platt gemacht. So, oh, ich zitter wieder extrem. So, wir wissen nicht, mein Heimklärknochen, danke. Ja. Zum Leuchtfeuer! Woo! 3 Level. Oder Funkeltitanit kaufen bei dem großen Schmied. Und meine Waffe upgraden. Darauf einen Tee. Darauf erstmal einen Tee. Tja, weiß es nicht. Ich denke mal, wir sind durch hier. Ja, also. Nein, auch zeittechnisch. Auch zeittechnisch, ja. Das heißt, wir machen hier jetzt Schluss. Ich mache das dann im nächsten Teil, das Ganze aufleveln und so weiter und so fort. Alles klar, liebe Freunde, das war's mit Games ohne Gerstensaft, Dark Souls, 43. Teil. Ich habe den großen grauen Wolf Sif. Sif? Sif? Sif. Sif. Ja. Wie Artie Sif von Simpsons? Nee, S-I-F. Ah, Sif. Sif, so wie der Sif, ist ganz schön siffig hier. Wie der Sif. Bei Dominik ist auch manchmal ganz schön siffig. Den habe ich platt gemacht, dann habe ich ekelhafte Pilze, die waren schwerer als der Wolf am Ende. Obwohl der Wolf schon schwer war. Es war ein Wolf mit einem Schwert übrigens, für die Leute, die es nicht gesehen haben. Gut, liebe Freunde, dann sehen wir uns im 44. Teil mit Dark Souls wieder. Und macht's gut und auf Wiedersehen.